20 Jahre sind vergangen, seitdem der Zweite Weltkrieg mit der gescheiterten Invasion der Alliierten in der Normandie zu Ende gegangen ist. 1945 konnte Adolf Hitler den Sieg über Europa und das britische Empire verkünden. Die Vereinigten Staaten zogen sich aus dem Konflikt zurück. Man hörte auf Stimmen wie die von Charles Lindbergh, der sich gegen einen Krieg mit Germanien ausgesprochen hatte. Im Osten führten nur noch die Russen einen erbitterten Partisanenkrieg. Die amerikanische Außenpolitik konzentrierte sich auf die Vergeltung für die Verluste von Pearl Harbor. Sie gipfelte im Sommer 1945 im Sieg über Japan. Inzwischen war der amerikanische General Eisenhower aus Europa in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, um sich gedemütigt in den Ruhestand zu begeben. 1947 bestiegen König Edward VIII. Und Königin Wallace den britischen Thron. Winston Churchill, der in der Normandie knapp mit dem Leben davongekommen war, starb im Mai 1953 im kanadischen Exil. In den Jahren nach dem Krieg wurde in Europa ein Land nach dem anderen Teil des riesigen Nazireichs Germanien. Der Architekt Hitlers, Albert Speer, baute dem tausendjährigen Reich ein Denkmal. Germaniens Hauptstadt Berlin wurde zum Aushängeschild der Nazis. Die SS wurde in Friedenszeiten zur Polizeibehörde, deren Beamte auf sauberen und gut überwachten Straßen patrouillierten. Ende der 50er Jahre bemühte sich Hitler, Germanien einen liberalen Anstrich zu verleihen, obwohl die Presse auch weiterhin strengster Zensur unterlag. Auch zu Beginn der 60er Jahre dauerte der Krieg mit der Sowjetunion noch an. Hitler musste dringend einen Friedensvertrag mit den Vereinigten Staaten schließen, um eine Allianz gegen die Sowjets zu schmieden, die immer noch von dem 85-jährigen Josef Stalin regiert wurden. Mit der Wahl eines neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten Ende 1960 schöpfte Hitler neue Hoffnung. Der Diktator glaubte jetzt, dass mit Joseph Kennedy Senior im Amt endlich ein geeigneter Verhandlungspartner zur Verfügung stände. Und nun, 1964, öffnen sich zum ersten Mal seit 20 Jahren die Grenzen Germaniens für amerikanische Journalisten. Die Weltpresse wurde eingeladen, um über die Feiern zum 75. Geburtstag des Führers am 20. April zu berichten. Es gibt Gerüchte, dass Präsident Kennedy an einer germanisch-amerikanischen Gipfelkonferenz teilnehmen wird. Ein Bündnis mit Amerika würde Germaniens politische Position festigen. Es gibt auch andere hartnäckige Gerüchte, die Hitlers Pläne bedrohen könnten. Es wird erzählt, dass während des Krieges schreckliche Dinge in Germanien geschehen seien. Die offizielle Darstellung der Nazis, dass Juden und andere Minderheiten in den Osten umgesiedelt worden sind, entspricht nicht der Wahrheit. Es kursieren Gerüchte, dass in Germanien noch immer schreckliche Dinge passieren. Fernsehen, Radio und Zeitungen werden noch immer vom mächtigen Propagandaministerium zensiert. Niemand im neuen Berlin wagt es, unangenehme Fragen zu stellen.